Ja, wir wussten, es wird ein schweres Spiel. Gerade gegen Refrath, da müssen gerade erste Herren Doppel und ein paar andere Stammspieler bei uns die Spiele gewinnen. Sind ein sehr guten Team da, die Refrather. Deswegen haben wir uns sehr, sehr gut auf das Spiel vorbereitet, gerade das erste Herren Doppel. Und ja, musste echt sagen, Jones hat ein geniales Spiel gespielt. Ich habe auch ganz gut gespielt, aber ich würde echt sagen, dass der Jones da die Entscheidung da gemacht hat und am Netz einfach ja, super Bälle gespielt hat. War souverän, haben in drei Sätzen gewonnen und kann so weitergehen. Für nächste Woche definitiv ja, sehr schwierige Aufgabe. Bischmisheim ist sehr, sehr stark. Uns fehlen 4 bis 5 Top-Spieler. Aber nichtsdestotrotz haben wir eine sehr gute Mannschaft und ich glaube auch, dass wir mit der Mannschaft gewinnen können. Ja, es war gestern richtig, richtig schön. Jetzt der Ablauf, die Leute waren begeistert. Spielerisch haben wir auch unser Ziel erreicht. Das heißt, wir haben zwar gegen Trittau jetzt nicht punktemäßig deutlich Abstand gewonnen, aber ja, es war schon, wir waren auch ein Ball, hätte auch ein 6-1 sein können. Ja. Aber gut, das gönnen wir dem Gegner, hat super gekämpft. Auch Jena ist eine Mannschaft, die hat begeistert, obwohl sie eben Amateure eigentlich sind, wenn man so das sagt. Echt, aber durch und durch Menschen, tolle Menschen. Aber ich freue mich auch schon mal in Jena zu sein mit den Jena-Ranats. Ich weiß nicht, wie die bezeichnet werden, aber da freue ich mich drauf. Wir haben einen guten Kontakt und das wird auch schön. Was haben wir für heute? Erwarten wir natürlich gegen Refrath ein Derby, das wo jeder um jeden Punkt Äußerste kämpft. Wir wollen natürlich gerne den Platz 1 haben, das ist unser Ziel, damit wir gegen Bischmisheim nicht direkt antreten müssen. Ich war in der Saison, zeigte sich also allein von der Bewertung der Mannschaften her, zeigte sich, dass letztendlich Bischmisheim absolut top aufgestellt ist. Und wir waren nicht schlechter, sage ich mal, aufgestellt. Ja, für nächste Woche, Bischmisheim wird sehr, sehr stark sein. Deswegen wünsche ich mir erstmal Lüdinghausen als Gegner nächste Woche und werden mal gucken, da können wir auch unsere derzeitigen Stärken natürlich ausspielen. Und dann im Finale, denke ich, hat Bischmisheim die Nase vorne, beziehungsweise den besseren Kader derzeit. Yeah.